Ungewöhnliche Persönlichkeiten, nenne ich mal den Artikel. Ungewöhnliche, besondere Persönlichkeiten, prominierende Persönlichkeiten in ihrer Art. Und zwar, wenn wir der Clusterbildung des DSM-5 folgen, seltsam, sonderbar, exzentrisch. Und damit haben wir eine Persönlichkeitsstörung oder eine Strukturstörung. Also die Tendenz, ungewöhnlich bis persönlichkeitsgestört. Das mag in dem einen Fall eine Störung sein, in dem anderen Fall noch keine Störung. Hier geht es darum, bei diesem Artikel tatsächlich die Merkmale zu beschreiben, wie man sich das vorstellen kann, in diesem Cluster seltsam, sonderbar und exzentrisch. Das sind Persönlichkeitsmerkmale, Verhalten wie Denken, wie Emotionen, die anhaltend immer vorhanden sind. Schon früh bei dem Betreffenden oder der Betreffenden erworben worden sind, früh im Leben. Angelegt, wie auch immer, geprägt oder genetisch bedingt, was auch immer, tiefgreifend. Also die Art der Färbung des Charakters. Wir stellen uns natürlich an dieser Stelle die Frage, was ist seltsam, was ist bizarr? Das sind bizarrere Menschen als andere Menschen, also ungewöhnliche Menschen. Exzentrisch, sonderbar, da kann man sich alles oder auch nichts vorstellen. Auf jeden Fall fällt auf, dass diese Menschen in ihrer Art, in ihrer Wirkung auf andere Menschen prominierend wirken. Also irgendwo prominent sind, prominierend. Prominierend. Wenn andere ausgeglichen sind, also wir immer wieder so eine Art haben, uns auszugleichen, nie etwas extrem zu tun als normalere Menschen, wie zum Beispiel Extro- und Introversion, da kann man mal extrovertierter sein, dann introvertierter. Oder ruhiger und laut oder zurückhaltend und zuhörend, dann wieder normal kommunikativ, sind diese Typen von Menschen ständig präsent. Geradezu, man könnte sagen, sich aufdrängend, anderen aufdrängend. Sie suchen geradezu die anderen Menschen, die sie wahrnehmen, die sie hören, die mit ihnen umgehen, also die ihnen im Grunde genommen ein Publikum bilden. In ungewöhnlicher, seltsam und auch oft faszinierender Art und Weise. Das Exzentrische breitet sich aus, residiert auf seine Weise. Der Gönner, der Aristokrat, alles metaphorisch gemeint, tut Dinge, die andere nicht so schnell tun, die andere Menschen nicht so schnell tun würden. Tabus brechen, exponieren, Exaltiertheit, nicht unbedingt immer berechenbar, ungewöhnliche Sprache, auch launisch, lässt sich laufen oder man könnte sagen auch geradezu auslaufen, ohne sich zu scheren, was die anderen darüber denken. Also bringt einfach das, was andere Leute sich nicht trauen würden zu bringen. Nicht wegen Moral, sondern wegen Ethik oder wegen dieser Gewissenhaftigkeit, die wir immer wieder abwägend als Menschen haben. Das heißt, die Selbstregulation, die Empathiefähigkeit sind damit oft auch gestört oder funktionieren nicht so wie gewöhnlicherweise, wie im Mittelmaß. Grenzenlos, weil sonderbar. Manieristisch, performativ, aber eher nicht theatralisch, das haben wir dann in dem anderen Cluster. Also manieristisch bedeutet sehr ungewöhnlich, seltsam, eine Sprache, eine besondere Sprache, oft eine sehr interessante Sprache zu sehen. Es ist eine ganz eigene Sprache, manieristisch, in der eigenen Betonung, in der eigenen Wortwahl, in dem eigenen Satzbau. Und damit performativ. Immer in einem Gruppen- oder Systemvordergrund. Das ist so das Merkmal. Diese Menschen brauchen tatsächlich andere Menschen, die sie bewundern für ihre Art. Und insofern immer wieder im Gruppenvordergrund, immer wieder exponiert, immer wieder sich so eben gebend in dieser Art, also prominent in der Gruppe. Wie Marlon Brando in dem Film Duell am Missouri, nicht, der auch sehr ungewöhnlich war und dieses ungewöhnliche Leben als Regulator auf seinem Gaul begangen hat dort. Unkonventionell. Sich, wie gesagt, nicht unbedingt theatralisch inszenierend, aber in der eigenen Inszenierung, in der impliziten Hoffnung, andere lieben mich dafür. Und das ist natürlich ein armes, hoffentlich,
weil es andere Menschen nicht unbedingt tun, sondern einfach nur fasziniert sind von dieser Persönlichkeit, aber eigentlich innerlich nicht unbedingt angezogen sind. Wobei, als Menschen ziehen wir alle möglichen anderen Menschen an. Ungewöhnliche, um jeden Preis auffallende Kleidung beispielsweise. Persönliche Attribute, der Marschallsstab. Sonderbar in Bezug auf konventionelle Verhaltensweisen. Oft misstrauisch. Glaubt nur der eigenen Religion. Ist grob und feinfühlig, liebenswert, durchaus im krassen oder krasseren Wechsel. Ist nicht wirklich feinfühlig, weil ihm das ja oder weil ihr das ja tatsächlich Angst macht im tiefen Inneren. Du denkst im einen Moment noch bei diesen Menschen, was für ein interessanter Mensch und wie besonders, und im nächsten, was für ein penetranter Typ, wie gestelzt, wie einseitig kommt er oder sie daher. Die Energie um sie wird schnell unangenehm. Das heißt, wenn diese Menschen immer wieder mit anderen Menschen zusammen sind, dann ziehen sich diese anderen Menschen zurück, wenn deren Bedürfnis nach Theatralik oder nach dieser Performance, nach dem Ungewöhnlichen erfüllt ist, wollen sie mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Die meisten Menschen entziehen sich dann. Das macht Angst. Das macht den Menschen Angst, die diese ungewöhnlichen Personen sehen, als auch den Menschen selber letztendlich Angst, diesen besonderen Persönlichkeitstypen Angst. Oder aber er bleibt der ewige Performer, immer bereit, sich mit allen seinen Mitteln, seinen einseitigen Mitteln zu präsentieren. Gewöhnliche Verhaltensweisen und Reaktionen, Ausgleich von Affekt, Selbstregulation, Sprache, Anpassung, Denken, Bindungsverhalten, das Thema Nähe und Distanz sind immer einseitig prominierend, anhaltend, kalt, distanziert sehr häufig. Du denkst oft, lass gut sein, es ist zu viel. Du hast mir das ja schon gesagt, was du sagen wolltest, ist mir jetzt aber zu viel. Hast du wiederholt und nochmal penetranterweise zum Ausdruck gebracht. Diese Menschen neigen zur Perseveration, also zum ständigen sich wiederholen, zu dieser Penetranz geradezu auch etwas immer wieder so auszudrücken. Sie haben einen starken Sprachfluss, eine Logorö, eine sich verselbstständigende Sprache, wie gesagt oft ungewöhnlich und bizarr und manieristisch. Du willst mit ihm nichts mehr weiter zu tun haben als Reaktion darauf. Das fühlen die Menschen natürlich und sie sehen, dass ihre Performance, ihre doch so starke Persönlichkeit, ihre doch so starke und ungewöhnliche Person auf kein Interesse oder wenig Interesse oder das erhoffte innere Interesse trifft. Das ist es nicht. Als Menschen wollen wir ja alle geliebt werden und das funktioniert hier scheinbar wenig. Sprache ist im Vordergrund, Sehnsucht, das abgründige Ungewöhnliche. Das Unkonventionelle, das Ungewöhnliche wird zur Farce. Der geniale, irre Erfinder, der groteske, alle Drogen probierende Künstler, der begnadete, aber nicht normal lebensfähige Musiker. All das ist ein Schrei nach normalem Leben. Der Schrei nach Normalität, nach Ausgleich ist natürlich überall fühlbar, sichtbar, hörbar. Aber es wird nicht normal. Das sind Verschwörungstheoretiker, Menschen, die ständig alles in ein System pressen wollen, ein intellektuelles, rational bezogenes System, also ein kontrollierbares System. Sie wollen Kontrolle über die Dinge, rationale, geistige, intellektuelle Kontrolle. Dichter, Schriftsteller, Schauspieler, Maler, Intellekt bis zur absoluten Beugung und Groteskheit des Intellektuellen. Dann der Moment oder oft der Moment des starken Leidensdrucks, Hunger nach Leben, oft starker Rückzug, extreme Lebensschwankungen als Folge dieser Einseitigkeiten. Das kostet alles natürlich Energie. Genius und Wahnsinn sind dicht beieinander. Emotion und Kognition passen nicht zusammen und kommen zu keinem Ausgleich. Normalerweise ist das der Fall. Ungewöhnlichkeit erzeugt bei normalen oft voyeuristisches Interesse. Bei uns normalen Menschen oder anderen normalen Menschen voyeuristisches Interesse. Das sind interessante Menschen. Darum dreht sich oft die Welt. Die sind exponiert und gerade in einem Medienzeitalter, in einem Internetzeitalter wie der heutigen Zeit, wo das jeder eigentlich auch tun kann, über Grenzen hinweg und global, ist es natürlich eine große, sich verstärkende Sache. Zum Beispiel bei so einer Persönlichkeit.
Normale Menschen beneiden diese Menschen oft. Was für ein interessanter. Deswegen gibt es auch ein Publikum. Es gibt immer ein Publikum, das dir zuhören kann, das dich sehen kann, das du liefern kannst, und sei es eine Talkshow oder Literaturdings und was auch immer. Wenn sie ihn dann kennen, dann ziehen sie sich oft von ihm zurück, weil er natürlich nicht normal ist. Und als Menschen haben wir so ein feines Gefühl, auch wenn wir kaum ein Wissen haben oder ein nicht dezidiertes Wissen von Unnormalität. Und das Unnormale grenzen wir tendenziell als Menschen eher aus. Natürlich zum Schluss das Thema, weil das alles so ein herausforderndes Leben ist, sage ich mal, das Thema Suizidalität. Kann ich das halten? Ist das ewig zu halten in seinen Einseitigkeiten, in diesem Artikel kurz dargestellten Einseitigkeiten und Attributen? Nein, das hält vielleicht nicht. Und deswegen immer wieder diese Gefahr der Suizidalität, die verkannte und übersehene Off-Taste dieser Menschen. Oder das andere Thema natürlich, Drogen, Alkohol, sich zudröhnen, um das überhaupt aushalten zu können, um das überhaupt noch weitermachen zu können und bestehen zu können.